Okay, es geht weiter. Und tut mir leid, wenn die letzten 6 Minuten im Video davor nichts drin war, also keine Stimme von mir. Ich wurde gestört, aber richtig dermaßen. Ein Jahr später. Und das Ende. Da seid ihr ja, Schoko. Werdet ihr meiner Krönungsfeier beiwohnen? Klar. Hector und die anderen werden alle erscheinen. Was? Diese Kleidung. Ich weiß, ich sehe lächerlich aus, darin aus, so. Formale Kleidung ist so steif wie mein Penis. Haha, ich kann sie nicht leiden. Ah, endlich ist alles zu einem guten Ende gekommen. Ich muss auch gleich was erklären. Ich werde meinem Vater alles Mar als Marquis Ferré nachfolgen. Ich weiß nicht, ob ich der Herausforderung gewachsen bin, aber ich werde für das Volk, das hier lebt, mein Bestes geben. Gut so. Schoko, ihr müsst ihr denn wirklich gehen? Nein, ich verstehe schon. Ich muss gehen. Ich bin mir sicher, dass es Dinge gibt, denen ihr euch zuwenden müsst. Ja, Link's Awakening DX. Danke, dass ihr mich in allem so sehr unterstützt habt. Klar doch. Ich wollte ja nicht, dass du abkratzt. Nun denn, Schoko, dies ist unser Abschied. Wäret ihr nicht hier gewesen, würde ich nicht. Würde diese Welt nicht mehr bestehen. Ja, alles wegen mir. Ich danke euch von ganzem Herzen. Schoko. Okay, dieser Blick sagt einiges. Ich werde euch wiedersehen. Versprochen, mein Freund. Und das ist auch das Ende. Jetzt mal kurz zur Info. Ihr habt ja am Ende gesehen, Ninian ist ja mit Neil zurückgegangen. Es gibt auch ein anderes Ende, wo Ninian zurückbleibt und mit Ellie wird heiratet. Und das ist das richtige Ende. Dieses Ende kriegt man nur, wenn man mit Ninian und Ellie wird Unterstützung Level A hat. Und das habe ich ja nicht gemacht, das habe ich komplett vernachlässigt, ja, allgemein. Im Spiel, deswegen ist auch Ninian mit Nils weggegangen. Und ja, deswegen ist auch diese Szene gekommen. Eigentlich wäre jetzt auch Ninian gekommen und die hätten jetzt geheiratet und alles möglich, aber ich habe ja nichts gehabt davon, deswegen war nur Ellie da und der hat sich jetzt verabschiedet. Und das ist das Ende, was ich jetzt bekommen habe. Ich weiß nicht, ob das gut ist für euch. Für mich reicht es, ich habe das Spiel jetzt durch. Komplett, Hector Saga kann mich mal. Ich wollte am Anfang des Spiels das ja machen, aber nee, ich lasse es. Ich habe keinen Bock nochmal 19 Kapitel durchzuzocken und davon nur 4 wichtige, die irgendwie story-relevant für Hector sind. Kein Bock, nee. Keine Lust. Deswegen ist das jetzt der letzte Part. Und ich hoffe, euch hat das Spiel gefallen. Mir hat es komplett gefallen. Also habt ihr gesehen, so viele Parts auf einmal. Und jetzt zu der Bewertung. Ich habe keine richtige Bewertung. Ich zocke es einfach nur. Ich kann es nicht einfach bewerten. Bewerten würde ich das machen, wenn es jetzt von mir verlangt werde. Aber ist ja nicht so. Und deswegen, ihr entscheidet, wie euch das Spiel gefallen hat. Ich würde das gerne wissen. Und wenn ihr es schreiben wollt, schreibt es in den Kommentaren. Ich würde mich darüber freuen. Achso, jetzt kommen wir zu den Sachen, die wir gemacht haben. Okay, wie viele Runden wir alles gebraucht haben. Okay, jetzt kommt aber bestimmt ein Kapitel, wo 105 ist schon das mit Leveln. Jetzt kommt bestimmt 235. Ja, 235. Ah. Bereits im Kampf. Sieg oder Tod. 861 Kapitel. Jetzt kommen wir zu den Credits. Markus kehrte mit Ellywood nach Ferry zurück und widmet sein Leben nun der Ausbildung junger Rekruten. Jetzt kommen wir von jedem. Lowen folgt Markus als berühmtester Ritter Ferrys. Durch seinen endlosen Eifer leistet er Ferry immer gute Dienste. Okay. Rebecca kehrte zu ihrem Vater zurück und schwor Haus Ferré ihre Treue. Sie gründete eine Familie,
und diente für Rill weiterhin. Und diese Credits können sich auch ändern, je nachdem, was für Unterstützung-Level jeder von denen hatte. Dorcas kehrte nach Feray zurück und konnte für Natalie endlich Medizin besorgen. Seitdem erholt sie sich rapide. Okay. Batre will der Axtkämpfer. Batre setzte seine Reise von Land zu Land fort. Gerüchte besagen, dass er sich in seine Todfeindin verliebte. Todfeindin? Okay. Oswin dient Marquis Ossetia als Vasall. Er ist die ruhige, vernünftige Stimme in der Regierung. Lysias. Und Matthew, Dieb und Spion. Matthew setzte seine Dienste als Spion für House Ossetia fort. Die Erinnerung an seine geliebte Layla verbleibt in seinem Herzen. Sarah ging nach Ossetia. Sie verwendete viel Zeit auf ihre Angelegenheiten, doch seit kurzem genießt sie ihre freie Zeit. Hatte sie 4 KP? Guy strebte weiter danach, der beste Kämpfer in ganz Sakai zu werden. Sein Weg wird auch ihn zum Schwertheiligen machen. Schwertheiligen machen? Erk kehrte nach Etoria zurück und ihm wurde die Nachfolge von Lord Pent angeboten. Er lehnte ab und blieb bei der Magie. Okay. Priscilla, stille Prinzessin. Priscilla kehrte zu Graf Sir Leon von Etoria zurück. Ihre Zieleltern begrüßen sie nicht mit Rügen, sondern mit Tränen der Freude. Nachdem Lin die Herrschaft von Selin abgab, kehrte sie nach Ilia zurück. Zwar blieb sie scheu, doch wurde sie im Inneren immer stärker. Okay. Innere Stärke. Kent, der blutrote Schild. Nachdem Selin unter die Herrschaft von Ossetia fiel, wurde Kent zum Ratgeber. Seine Hingabe brachte ihm die Liebe des Volkes ein. Okay, ein Mann des Volkes. Sein, die grüne Lanze. Als Ossetia die Herrschaft über Selin erhielt, zog sich Sein zurück und wurde unabhängig. Seine Liebe zu Frauen ist unverändert. War ja auch klar. Kommt jetzt Raven? Nein, Will. Will, Schütze ohne Gleichen. Will blieb in Selin auch nach der Übernahme durch Ossetia. Er ist Hauptmann der Bogenschützen. Einheiten des Doppelreiches. Okay. Raven verschwand ohne ein Wort des Abschieds. Berichten zufolge ist er in Arafen, doch konnte dies nicht bestätigt werden. Erster Ware, ganz ehrlich, er ist einfach ohne was zu sagen verschwunden. Lucius, das Licht. Lucius führte ein bescheidenes Leben in einem abgelegenen Winkel Arafen. Er gründete ein kleines Waisenhaus für hilflose Kinder. War auch irgendwie klar. Kanas, Sucher des Wissens. Kanas kehrte nach Ilia zurück. Er und seine Frau starben bei dem Versuch, einen Sturm zu stoppen. Sein Kind ist bei seiner Mutter. Okay. Dart wurde in einem Gefecht schwer verwundet. Er verschwand oft auf See. Doch soll er sich in Feray aufhalten? Geht klar. Fiora, fliegende Kriegerin. Fiora fliegt viele Missionen als Kopf der Söldner. Ihre Spenden retten viele Familien in Ilia vor der Armut. Gute Fiora. Legault, der Hurricane. Legault zieht durch die Länder und sucht nach Black Fang, Flüchtlingen. Er hilft ihnen, um seinen eigenen Schmerz zu lindern. Was für einen Schmerz hat er denn? Nachdem sie dem Land ihrer Geburt den Rücken kehrten, gingen sie in ihre neue Welt. Eliwood erfüllte ihre Herzen mit Hoffnung, dass Menschen und Drachen in Frieden leben können. Das wäre jetzt nicht gekommen, wenn wir das andere Ending gemacht hätten. Als Ritter der Königwache dient Isadora Lady Eleonora. Sie studierte bis zu ihrer Hochzeit die höfischen Sitten und Gebräuche. Okay.
Hief, der fahrende Ritter. Hief zog nach Ilia und erlangte als Söldner Ruhm. Er kämpft stets nur für Menschen in Not. Guter Mann. Raf, Wolf von Sakaik. Raf kehrte zu seinem Stamm zurück. Seine Taten bescherten ihm eine herzliche Begrüßung. Seines Vaters, dem berühmten Silberwolf. Kenne ich nicht, also ist er nicht berühmt. Hawkeye, Hüter der Wüste. Hawkeye kehrte nach Nabata zurück und lebte friedlich in Arcadia mit seiner Tochter, die ihm als Hüterin nachfolgen wird. Tochter? Wallace, Fels von Selene. Wallace wollte nach Selene zurück, doch landete in Ilia. Er verbringt nun seine Tage damit, die gefrorene Scholle zu bestellen. What the fuck? Als Arthos starb, übernahm Penn seine Forschung. Er trat als General zurück, um sich auf die Arbeit zu konzentrieren. Zwar geriet der Palast in Aufruhr, doch Penn und Luis hielten durch. Okay. Karel, Schwertheiliger. Einst war Karel als der Schwertdämon bekannt. Jetzt trägt er einen neuen Namen. Über den Grund dafür schweigt er. Okay. Nino, fromme Magierin. Auf Eliwords Einladung führt sie ein ruhiges Leben in Ferie. Sie plant nach Biran zu reisen, um einen Friedhof zu besuchen. Ihre Mutter bestimmt. Jaffa verschwand in den letzten Zügen der Schlacht. Er meidet noch immer die Kopfgeldjäger, die nach dem Engel des Todes suchen. Den habe ich noch nie eingesetzt, stand auch gerade. Gerüchte besagen, dass Vaider von der Streitmacht Birans getötet wurde. Gut so. Andere sagen, dass sie im Dienste Prinz Sephirs steht. Ach so, okay. Renard, Elegischer Bischof. Niemand kannte sein altes Ich. Niemand weiß, was aus ihm wurde. Er verschwand, als hätte er niemals existiert. Wer ist das eigentlich zum Teufel? So ein Nobody? Arthur starb in einem fremden Land. Man sagt, sein Gesicht hätte den Ausdruck endgültigem Friedens gezeigt. Melinus, fröhlicher Händler. Melinus öffnete einen Laden Nusita, musste ihn aber wieder schließen. Mit Hilfe von Lord Eliwood plante er eine Neueröffnung. Okay, Lin übergab Silens Herrschaft an Nusita und kehrte zu den Ebenen zurück. Das Volk von Silen bleibt ihr in freudiger Erinnerung. Jetzt kommt Hector. Hector kehrte nach Ossetia zurück und wurde sein Marquis. Sein Band der Freundschaft zu Eliwood blieb für alle Zeit stark. Okay, und jetzt kommt Eliwood. Eliwood folgte seinem Vater als Marquis von Ferre. Durch seine Aufrichtigkeit und klare Führung ist er seinem Vater ebenbürtig. Klar. Shoko. Genie. Ach so, dankeschön. Der Stratege verschwand nach der letzten Schlacht. Viran, Lysia und Etoria suchten nach ihm. Doch er wurde nie wieder gesehen, denn er ist in Bremen. Ganz anders. Ganz woanders. Und Ende Gelände. Fire Emblem. Extras. Jetzt sehen wir mal Konversation. Alles in Ordnung, Hector? War das eben mein Gegen? Das haben wir schon gesehen. Achso, das kann man alles freischalten jetzt. Und das hätte er mit Jafar, Isadora. Achso, okay. Musikzimmer. Ich hab 91% davon. Okay. Geht doch. Ich bin damit zufrieden. Kampfbericht. Gut gemacht, wir haben unser Bestes gegeben. Gut gemacht, ich bin beeindruckt. Hector Saga, Lin Saga, Eliwood Saga. Hä?
Ach so, das auf normal jetzt. Gut, wir haben unser Bestes gegeben. Ach, scheiße. Okay, das ist jetzt Hector-Sage normal und Lin-Sage schwer. Niemals. Okay. Neues Spiel. Jetzt können wir aufsuchen, ob wir das auch schwer machen wollen. Hauptdarsteller. Okay, und ich werde es aber nicht machen. Und damit ist auch Fire Emblem zu Ende. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß und wir sehen uns das nächste Mal bei meinen anderen Projekten. Und das nächste Projekt, wie schon gesagt, ist Link's Awakening. Bis gleich bei dem Projekt.